Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal. Heute an meiner Seite die Britta Hildebrand. Herzlich willkommen, liebe Britta. Ja, hallo Silke, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gern. Und mit der Britta habe ich schon vor einigen Jahren ein Video veröffentlicht. Da ging es um das Thema Hochsensibilität. Und die Britta hat auch ein Buch geschrieben, Mama, Papa. Ich habe kein ADS, ich bin hochsensibel. Und wir durften damals auch einen kleinen Beitrag zu deinem Buch dazu steuern. Nämlich es ging um die Ernährungsumstellung und Diagnose ADS bei meinem Ältesten und wie wir das so mit Ernährungsumstellung ein bisschen harmonisieren konnten. Und da durften wir dann so ein bisschen mit an deinem Buch teilhaben. Und seitdem sind wir miteinander verbunden, tauschen uns regelmäßig aus. Und im heutigen Video geht's aber um ätherische Öle. Da bist du für mich die Expertin, das wandelnde Lexikon. Da haben wir uns schon viel ausgetauscht, hast mich schon viel inspiriert. Und es geht auch um ganz spezielle Öle, nämlich um die Öle von Young Living. Und ich nutze die Öle auch schon so seit 4, 5 Jahren. Ich hatte damals auch schon mal 1, 2 Videos auf meinem Kanal hochgeladen, habe so ein bisschen von meinen Erfahrungen berichtet. Und jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen und ich liebe diese Öle nach wie vor. Das sind ganz tolle Helferlein im Alltag, die mich sehr gut mental und auch körperlich unterstützen und harmonisieren und balancieren. Und deswegen möchte ich eigentlich für meine Zuschauer mal wieder ein Video machen und einfach nochmal ein bisschen so einen Einblick in diese Öle geben, was man damit machen kann. Und was für mich aber auch wichtig ist, weil natürlich damals vor ein paar Jahren kam dann immer so, ja, und ja, es gibt ja auch noch andere Öle und warum nutzen du nicht die und die? Also da gab es dann immer mal so ein bisschen Kritik und habe ich gesagt, also ich habe schon an einigen Ölen schnuppern dürfen, aber Young Living, das ist für mich einfach, das sind wirklich für mich die besten Öle. Also wenn man rein nach dem Geruchsempfinden geht und wie die auf einen wirken, muss ich sagen, ist Young Living wirklich ungeschlagen, selbst auch bei meinen Kindern. Da habe ich damals auch vor ein paar Jahren einen Test gemacht, also ich zeige ja meine Kinder nicht, aber die haben dann an verschiedenen Ölen geschnuppert. Da hatte ich noch eine andere Firma, ich glaube Lavendel, Orange und noch irgendwas. Und die haben sich immer für Young Living entschieden, weil es einfach, ich finde diese Düfte einfach auch viel harmonisierender, nicht so stechend. Also die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht. Und deswegen würde ich jetzt auch mal an dich abgeben, liebe Britta, was auch die Qualität der Öle von Young Living angeht. Wie werden die hergestellt? Was ist denn wichtig dabei? Ja, also ich durfte mich auch damit auseinandersetzen, genauso wie du, dass du sagtest, nicht alle Öle riechen für mich toll, obwohl ich immer so ein totaler Nase- und Geruchsmensch bin. Habe ich 2004 halt eine Massageausbildung gemacht und da haben wir ganz viel natürlich mit Ölen herum experimentiert. Also haben uns Massageöle beduftet und uns damit massiert und die Duftlampe immer angehabt. Und für mich war das immer alles so, ich habe da Kopf wie von gekriegt und ich fühlte mich nicht wirklich wohl damit, obwohl ich das nicht in Worte fassen konnte, warum nicht wohl. So. Und das war so meine ätherische Öle-Erfahrung in diesem Leben. 11 Jahre später wurde mir wieder ein Tropfen Öl angeboten, von dem ich nicht wusste, was das für ein Tropfen war. Den habe ich dann also großzügig angenommen. Und zack, dann sollte ich so machen und so machen. Und also wer mich ein bisschen näher kennt und auch das Buch vielleicht schon kennt, weiß, dass ich halt energetisch ganz viel arbeite und halt so ein Vielfühler bin und ganz viel wahrnehme, was außerhalb des vielleicht mit Worten beschreibbaren liegt. Und so war auch meine erste Öle-Erfahrung mit diesem Tropfen, dass ich sofort, ich sag mal so, wieder im Hier und Jetzt war, ich wurde so durchsortiert von diesem Tropfen und ich dachte so, wow, wie abgefahren ist das denn? Was ist das denn? Und das war bei einer Heilpraktikerin und die sagte dann zu mir, das ist ein ätherisches Öl. Boah, wie jetzt, das ist ein ätherisches Öl? Also ich war komplett geflasht, weil ich irgendwie dachte, das Thema ätherische Öle kommt für mich in diesem Leben gar nicht mehr in Frage. So, das so kurz vorweg und dann musste ich mich natürlich damit auseinandersetzen. Also dann habe ich erfahren, dass es die Öle von Young Living waren. Das war also ein Tropfen Weihrauch, den ich bekommen hatte. Seitdem bin ich immer so bekennender Weihrauch-Junkie, sag ich. Also Weihrauch ist einfach das Öl, was mich immer ganz schnell wieder in meine Mitte bringt und mich zentriert. Da musste ich mir ja irgendwann die Frage stellen, warum das Öl und warum nicht die Öle vor 11 Jahren? Das war eine andere Firma. Und habe halt viel recherchiert und habe mich um diesen Destillationsprozess halt mich sehr damit auseinandergesetzt und habe so ganz klare Unterschiede gefunden, dass ein ätherisches Öl nicht gleich ein ätherisches Öl ist, sondern dass wir schon darauf achten sollten, wie destilliert die Firma, von der ich mein ätherisches Öl beziehe. Und wir wissen ja schon spätestens seit Hildegard von Bingen, dass gegen jedes Unheil ein Kraut gewachsen ist. Und wir haben jetzt halt die Kräuter in flüssiger Form, also in Form ätherischer Öle. Nur können diese Kräuter natürlich auch durch den Herstellungsprozess in ihrer Wirkung einfach auch ein bisschen eingeschränkt sein, also gemindert werden. Und
Young Living legt halt allergrößten Wert darauf, dass die komplette Kraft der Pflanze einfach komplett erhalten bleibt und hat dadurch ein besonders schonendes Destillationsverfahren entwickelt und praktiziert es halt. Und das macht einfach für mich den totalen Unterschied aus. Also die Öle sind halt sehr ätherisch. Sie enthalten keine Fettmoleküle. Das kann man halt immer sehr schön auch spüren, wenn man sich ein Öl auf die Hände tropft und das dann verreibt und einatmet, dass man hinterher keine matschigen Finger hat, dass die einfach total trocken sind. Das fand ich sehr ungewöhnlich, weil das kannte ich von den anderen Ölen 11 Jahre zuvor nicht. Da hatte ich halt immer das Bedürfnis, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen gehen, bevor ich irgendwas anderes wieder anfassen kann. So. Und das ist halt bei den Ölen nicht. Und da weiß ich halt, dass durch diesen Destillationsprozess die Fettmoleküle rausdestilliert wurden. Und das finde ich einfach ein sehr großes Plus für die Öle. Auch in der Wirkung und in der Qualität. Und es gibt auch sehr wohl natürlich Öle bei Young Living, die ein Trägeröl enthalten. Das hat dann aber andere Gründe, was in der Komposition, das sind Mischöle, in der Komposition der Öle was zu tun hat, wie sie wirken sollen und was die mit uns Menschen quasi, wie sie auf uns wirken sollen, auf unser Wesen. Aber grundsätzlich enthalten die halt keine Fettmoleküle. Und das ist für mich so sehr wichtig, einfach für mich zu wissen. Und ich finde es sehr angenehm, wenn die Hände halt, ich bin ja auch viel unterwegs und habe immer meine Öle dabei. In meiner Handtasche habe ich immer so ein Säckchen mit den wichtigsten Ölen. Man weiß ja nicht, was unterwegs passiert. Und da finde ich es halt sehr schön, wenn ich mir einfach einen Tropfen nehme, um vielleicht mich wieder ein bisschen zu erfrischen, wenn ich halt viele Termine habe und ein bisschen müde schon geworden bin, dass ich einfach sage, okay, nehme ich mal einen Tropfen Zitrone, verreibe das und mache meinen Geist wieder frisch. Kann man auch mit der Pfefferminze machen. So zum Beispiel. Was für dich der Weihrauch war für mich die Zitrone. Ach, guck. Das war so, auch so hin und weg, weil ich hatte wirklich dann den ganzen Tag gute Laune und bin hier auf Wolke 7 geschwebt. Und das kannte ich vorher mit ätherischen Ölen auch nicht. Da hat mich auch immer so schwer. Ich hatte auch damals so Duftlampen, weißt du, die man so mit dem Teelicht betreibt. Ja, genau. Und habe mir dann immer so, damals auch im Bioladen, habe ich immer nach Ölen gesucht, aber ich hat mir da immer so schwer, da wirklich was zu finden. Und als ich, deswegen war ich mit ätherischen Ölen immer so ein bisschen auf Abstand, weil wie du auch, es war manchmal mal so stechend in der Nase, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Und Young Living, also Zitrone, war so mein Einsteigeröl. Wirklich Zitrone. Halt auch so, da sehen wir halt auch, wie, was die Öle mit uns machen mental, wenn die fangen ja sofort an zu arbeiten. Und die Zitrone, da assoziieren wir einfach, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo, ich sag mal, einen Apfelkuchen riechen, wenn wir irgendwo reinkommen, dann haben viele die Assoziation, oh, das war wie bei Oma damals, wenn ich zu Oma zu Besuch kam, roch es immer nach Apfelkuchen. Das heißt, wir verknüpfen damit wunderbare, angenehme Gefühle. Und mit der Zitrone ist es halt genauso. Also mit dem Weihrauch ist es halt anders, da können wir auch mal andere Gefühle mit verknüpfen. Also in meiner Welt lebe ich ja nicht nur einmal hier, also zwar hier als Britta Hildebrand, aber meine Seele hat halt schon viele Leben hinter sich und natürlich auch viele Leben, wo ich mit der Kirche mal im Konflikt stand. Und es kann sehr wohl sein, wenn ich am Weihrauch rieche, dass das in mir so ein alte Erinnerung wachruft, die in meinem Zellgedächtnis gespeichert sind. Deswegen Weihrauch ist nicht so der Klassiker für boah geil. Die Zitrone schon, da kenne ich wirklich noch überhaupt gar keinen, der sagt, boah, nee, die Zitrone, die ist ja super unangenehm. Aber beim Weihrauch kann das schon mal manchmal sein und ich finde das immer sehr positiv, weil wenn ich weiß, dass ich das Weihrauch nicht so gerne riechen mag, dann weiß ich, es ist genau das Öl, was ich brauche, um in mir so energetische Blockaden und emotionale Blockaden zu lösen. Das heißt, wenn ich mich dann mit dem Einatmen konfrontiere, dass mein System daran erinnert wird und merkt einfach, okay, wir haben ja 2019, ich habe ja gar keinen Konflikt mehr mit der Kirche, dann kann ich halt diese Blockade auflösen und mein Verhältnis dadurch nicht unbedingt zur Kirche, aber es ist ja für mich eh Bodenpersonal, wie ich immer so schön sage, aber zu dem ganzen großen anderen, was es dann noch gibt, was hier auf Erden mit der Kirche verknüpft ist. Dadurch konnte ich halt mein Herz weiter öffnen. So. Mit Weihrauch war es ja so, ich hatte mir ja damals, wie gesagt, ich war von der Zitrone so begeistert und da habe ich mir dann ein Set zugelegt, dieses Everyday Oils, glaube ich. Mhm. Ein Set. Mhm. Und aber Weihrauch war das, was ich verschenkt habe. Das mochte ich überhaupt nicht riechen damals. Und jetzt liebe ich dieses Öl. Ich verwende das tatsächlich jeden Morgen. Dann wasche ich mir das Gesicht, einen Tropfen auf der. Und dann im Das, also dann inhaliert man das ja auch so gleich ein und das finde ich so ein genialer Start in den Tag. Also bei mir hat sich das auch geändert und jetzt liebe ich auch diesen Weihrauch, ein bisschen erdender auch, ne, und dieses Zentrieren so. Also finde ich wirklich super genial.
Genau. Also wenn du fragen würdest, wenn ich auf eine einsame Insel gehe, was würde ich mitnehmen? Ich würde, ich glaube, als erstes sagen Weihrauch. Damit ich das dabei habe. Ja. Ja. Genau, Zitrone, ja, das ist auch so, wie du sagst, immer so Happy Oil, ne? Genau. Wenn man dran riecht, dann bekommt man gute Laune und das ja, macht einfach ein bisschen glücklich, sage ich mal so. Genau. Orange zählt da auch zu, ja, zu den Happy Oils, so die Zitrusöle insgesamt, weil die alle so einen spritzigen, frischen Aspekt haben. Und wenn wir, und wir haben wirklich damit überwiegend gute Assoziationen. Mhm. Also mit Zitrone, Orange, das sind einfach so aufrichtende, frischmachende, belebende, glücklich machende Öle. Ja. Also Young Living hat ja viele so Einzelöle, aber auch Mischöle. Ne? Und Einzelöle gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Öl, das Lavendel, was ich auch sehr mag, was auch eine sehr beruhigende Wirkung oder so eine entspannende Wirkung auf mich hat. Und du hast mir auch mal den Tipp gegeben, nach dem Haarewaschen hast du gesagt, machst du dir immer Lavendelöl ins Haar, dann lässt sich das leichter kämmen. Und das habe ich dann auch mal gemacht und es ist wirklich genial. Also die Haare lassen sich leichter kämmen und die riechen natürlich dann auch so gut. Also wenn man Lavendel mag, ist das wirklich super. Für was verwendest du Lavendel noch so? Ja, also ich bin nochmal zum Lavendel. Lavendel ist ja nicht so ein Selbstgänger. Ne? Viele assoziieren ja mit Lavendel auch so, boah, alte Frauen und Mottenkugeln und Kleiderschränke. Aber das habe ich auch so lange, bis ich halt das Lavendel von Young Living kennengelernt habe und habe halt gespürt, das riecht total anders. Das ist halt das Original-Lavendel, also Lavandula angustifolia, ist dieser botanische Name dafür. Und das ist halt ein Lavendel, was eine ganz andere Wirkung und ganz anderen Geruch hat als das herkömmliche Hybrid-Lavendel, was gerne destilliert wird, weil es halt günstiger ist. So. Und das Lavendel mit den Haaren ist total toll. Ich brauche keinen Conditioner mehr. Und ich habe ja so feine Haare, weiß nicht, ob man das sieht, die sind super verklettet nach dem Haare waschen. Das heißt, ich mache das da einfach rein, 3 bis 4 Tropfen, und dann kann ich das auch locker durchkämmen. Ja, zur Beruhigung, zur Entspannung, also egal, was entspannt sein will, also Körper, Geist und Seele, sag ich mal. Sei es, und ich habe eine aufregende Nachricht erhalten, dass ich sage, boah, das hat mich jetzt echt gerade ganz schön erschrocken. Dann nehme ich einen Tropfen Lavendel und fahre mich mein System gleich wieder runter. Also es wird gleich wieder alles ein bisschen entspannter und ich behalte halt meinen klaren Kopf. Das ist, glaube ich, auch so wichtig, wenn wir so überfordert sind. Es unterstützt einen guten, ruhigen Schlaf. Da mache ich es mir liebend gerne unter die Fußsohlen abends, wenn ich im Bett sitze. Also riecht es alles total schön. Und ich tropfe mir gerne einen Tropfen Lavendel auf mein Kopfkissen. Das ist halt ein Öl, was nicht färbt. Also es gibt ja auch Öle, die haben, also sind farbig. Das ist natürlich nicht so schön fürs Kopfkissen dann, aber Lavendel kann man halt super dafür benutzen. Was mache ich noch damit? Alles das, was gepflegt werden will, sage ich immer, da nehme ich Lavendel für. Sei es, ich habe mich mal gekratzt oder ich habe, weiß ich nicht, wir haben jetzt zum Beispiel einen Hundewelpen, der hat ja noch seine Milchbeißerchen. Da sehen die Hände manchmal schon ein bisschen missbraucht aus. Und da mache ich mir gerne Lavendel drauf. Das beruhigt halt die ganze Haut. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ich nutze auch noch gern Pfefferminz. Das ist auch ein ganz tolles Öl. Auch vor ein paar Jahren, als ich mal noch, ich bin ja jetzt nicht mehr so verschnupft oder so, aber vor ein paar Jahren, so am Anfang, als ich die Öle kennengelernt habe, da kam das schon noch mal ab und zu vor. Und dann habe ich auch immer an dem Pfefferminzöl gerochen. Und da hat mir das die Nase so ein bisschen, das war so befreiend, ne? Also es hat es so ein ganz ein bisschen unterstützt. Und für was ich Pfefferminz auch gerne nehme, so wenn mal die, wenn ich so nach dem Sport, wenn ich mal so, wenn die Muskeln mal so ein bisschen angespannt sind, das unterstützt so ein bisschen, ja, das Regenerieren und macht das alles wieder ein bisschen lockerer so, ne? Also das habe ich auch sehr zu schätzen gelernt, Pfefferminz. Und da gibt's ja auch das Penaway, das war damals auch in diesem Everyday Oil Set mit drin. Und wenn ich zum Beispiel auch beim Laufen, ne, wenn ich jetzt mal mich, manchmal vertritt man sich oder knickt so leicht um oder es zieht mal so am Fuß, dann hilft Penaway auch, dass das alles wieder harmonisiert. Genau. Genau. Es entspannt halt die Muskeln und du fühlst dich halt dann wieder ein bisschen freier. Ja. Also, und die Pfefferminze natürlich durch den Mentholgehalt. Also es hat ähnlich, sag ich mal, wie die Orange, weil wenn du vorher unkonzentriert warst und überanstrengt warst und du nimmst noch ein Zitrusöl, sag ich mal, das macht natürlich noch ein bisschen mehr happier, sag ich mal, als die Pfefferminze. Aber die Pfefferminze lässt dich auch wieder gleich klarer sein. Und ja, da hast du das Gefühl, die Nasenlöcher sind dreimal so groß wie normal irgendwie. Und was man super schön machen kann, es gibt ja auch die Pfefferminze Plus. Und da kannst du jetzt gerade in der Weihnachtszeit, also auch außerhalb der Weihnachtszeit, aber jetzt bin ich halt gerade sehr viel dabei und mache ganz viel selber, was ich sonst im übrigen Jahr nicht so mache, so mit Schokolade selber machen und Pralinen selber machen. Aber wir können da die Pfefferminze Plus super verwenden, um tolle Schokoladenpralinen zu machen und zu verschenken zu Weihnachten.
Ich mache für mich. Das klingt dann so ein bisschen wie diese, ich weiß jetzt den Namen, werde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja so eine englische Schokoladen-Minzplättchen. Mhm. Da kann man halt eine tolle Schokolade machen, die dann so ähnlich schmeckt. Super genial. Also ich mache die auch regelmäßig für meinen Simon, meinen 14-Jährigen, der liebt Pfefferminzschokolade. Und ja, wenn man das selber aus gesunden Zutaten macht, mit einem gesunden Süßungsmittel und dann so einen Tropfen Pfefferminzöl plus, also deswegen habe ich mir das extra auch zugelegt. Ja. Gibt es ja jetzt die tolle Plus-Serie, ne? Auch Orange. Ja. Ich habe auch Zitronengras mir mal zugelegt und habe, als ich für meinen Simon eine Gemüsepfanne gemacht habe, einfach einen Tropfen Zitronengras, weil du mich da auch mal so angefixt hast. Ja. Und hast davon so gespannt. Und dann habe ich gesagt, muss ich auch mal probieren. Also diese Plusöle sind toll, auch Zitrone. Kann man sich zum Beispiel Zitrone Plus ins Wasser machen, 1-2 Tropfen in den Liter Wasser, und hat man so einen angenehmen Zitronengeschmack. Und Orange wende ich auch für Schokolade oder wenn ich Plätzchen zu Weihnachten mache. Auch Thieves. Ja. Ich habe auch Thieves Plus, das kann man auch für einen Tee. Du hast ja auch gesagt, du hast mir das, genau. Ich gerade, also ich habe hier meinen Teebecher stehen, den seht ihr nicht, aber jetzt, mir war vorhin so ein bisschen fröstelig, weil draußen halt echt heute, wir haben Frost, also hier ein -5 heute Nacht gab. Und dann koche ich mir gerne meinen Becher Tee und mache dann Tropfen Thieves Plus rein. Das macht wohlig warm und wärmt von innen einfach auch so schön durch. Kann man auch gut. Und dann noch Tropfen unter die Fußsohlen, dann werden die Füße auch ein bisschen wärmer. Also Thieves wärmt halt aufgrund seiner Zutaten, also es ist halt Mischöl, einfach so den Körper wunderbar durch. Ja. Also diese Plus-Serie finde ich ganz toll. Da gibt es ja auch Muskat und Salbei, das kann man ja auch alles in der Küche machen. Muskat, ich schwöre dir, Silke, das ist mit meines, oh, ich liebe Muskat. Also vorher schon und jetzt, seitdem ich also das Plusöl habe, es wird ich würze nur noch mit den Ölen. Mhm. Wir sind ja hier vor einem Jahr in das Haus eingezogen und haben ja auch eine neue Küche dann natürlich eingebaut, weil es ein Neubau war. Und das Erste, was hing in der neuen Küche, war das Regal für meine Öle. Ja. Und ich habe mich so gefreut wie die Schneekönigin, dass ich dann, das war das Erste, was hier im Haus eingezogen war, waren die Plusöle in der Küche. Die sind alle schön jetzt da stehen und wenn ich halt koche, dann brauche ich das mal nehmen, Tropfen reinmachen. Also total schön. Und ich muss nicht mehr, also ich wohne jetzt ziemlich auf dem Land in Kärnten und wenn ich koche super gerne thailändisch und ich brauche dafür ganz viel, also immer Zitronengras, ist ja ein so ein Grundgewürz, was in den thailändischen Gerichten drin ist. Ich muss ja nicht sagen, wie schwer das ist, hier Zitronengras zu bekommen. Also da fahre ich Stunden. So, ist mir jetzt ja egal. Jetzt mache ich mal eben so ein thailändisches Gericht so aus der Hüfte, weil ich einfach ein Tropfen Zitronengras Plus da reinmachen kann. Total schön. Was würdest du jetzt für die Zuschauer, die sich jetzt so für die Öle interessieren, was würdest du empfehlen? Da gibt es ja auch so verschiedene Sets. Ja, also ich bin ja so eine absolute überzeugte, wie soll ich sagen, es gibt so ein Starter-Kit, da sind 12 verschiedene Öle drin, die jeden Lebensbereich abdecken. Und da ist der Kaltvernebler, der Diffuser auch drin, dass du die Öle auch. Ja, genau. Da leuchtet auch immer so schöne Farben. Und da mache ich mal. Damit können wir halt die Raumluft unterstützen, halt auch für eine gute Raumluft sorgen. Wenn man Orange und Pfefferminze zum Beispiel in den Diffuser macht, und das ist super, super lecker. Also, ich finde einfach fast jedes Öl lecker. Also, ich bin da nicht der Maßstab, weil es einfach kein Öl gibt, was ich eklig finde. Aber es gibt schon so tolle Ölmischungen, die man womit man die Raumluft halt unterstützen kann und beweihräuchern kann. Mhm. Genau, und in diesem Premium-Starter-Set ist halt der Diffuser drin, da sind 12 Öle drin. Da ist jeder Lebensbereich abgedeckt mit den Ölen und das ist ein super, super toller, einfacher Start. Und die Beratung quasi, was mache ich mit welchem Öl, bekommt derjenige halt von dir oder von mir, also je nachdem. Und wir sind da so eine ganz aktive Öl-Community. Ganz toller Kreis von Menschen, die sehr engagiert sind und sich, also sehr gesundheitsbewusste Menschen sind, die eben auch sich gerne gesund ernähren und gerne einen gesunden Lifestyle einfach haben. So, für alle, die sich jetzt eben für die Young Living Öle interessieren, da setze ich einfach unten in die Infobox oder in den ersten angepinnten Kommentar einen Link oder beziehungsweise auch meine E-Mail-Adresse. Könnt mich auch gerne anschreiben nochmal, wenn ihr nähere Fragen zu den Ölen oder auch zu irgendwelchen Starter-Sets habt. Ihr habt ja verschiedene Sets, aber dieses Set mit dem Diffuser ist wirklich am besten. Das habe ich mir auch dieses Jahr zugelegt und habe es einfach lieben gelernt. Wir wollen da auch in Zukunft ein paar Videos machen, wo wir ein paar Einzelöle vorstellen, eben auch für die mentale Unterstützung, sei es, wenn man gestresst ist, wenn man ganz wichtige Gespräche vor sich hat oder wenn man Entspannung benötigt, also so diese ganzen mentalen Zustände, wie man die mit diesen Ölen total gut unterstützen kann. Und für mich war das zum Beispiel auch jetzt in den letzten Monaten Zedernholzöl, das ist ja auch so ein Einzelöl, das hat für mich sowas Erdendes, sowas
es war so, ne, du kannst dich erinnern, ich hatte ja meine Soul-Hypnose, da hatte ich jetzt kürzlich auch ein Video veröffentlicht, das verlinke ich auch mal oben in den Infokarten. Und danach habe ich so ganz automatisch zum Zedernholzöl gegriffen, weil ich dachte, oh, das brauche ich jetzt, weil sich bei mir nach dieser Soul-Hypnose so viel sortiert und geordnet, ich habe losgelassen, das war so, gerade die erste Woche danach, die war so intensiv und dann habe ich automatisch zum Zedernholzöl gegriffen und du hast mir dann noch gesagt, ja, das wundert mich überhaupt nicht, weil das Zedernholz hat die und die Eigenschaft. Das kann bewirkt das und das. Und ich denke, aha, okay. Das war für mich sehr, sehr interessant. Also Zedernholzöl liebe ich auch wirklich, dieses Öl. Das stimmt. Also es ist wirklich, also die Öle geben uns einfach so viele Möglichkeiten, mit unserem Wesen zu arbeiten. Also weil jede Pflanze hat auch ein Wesen, eine Pflanzenseele. Und wenn ich weiß, was die Pflanzenseele für eine Botschaft in sich trägt, da gibt es natürlich auch Literatur, das weiß ich nicht alles aus dem Kopf, das lese ich mir natürlich auch an oder schaue nach. Aber dann kann man so ganz persönliche Persönlichkeitsentwicklungsprozesse einfach super mit den Ölen begleiten. Es gibt ich arbeite ja auch viel mit Menschen, also so auf emotionaler Ebene. Und da ist es super, die Öle. Die flankieren halt die ganzen persönlichen Prozesse super schön. Es gibt ja auch, kennst du den Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storr? Ja. Der hat ja auch viel gemacht. Also so, es ging in seinen Büchern jetzt auch immer um das Seelenleben der Pflanzen oder die Pflanzenseele. Er hat so tolle Bücher geschrieben. Hat mich immer sehr, sehr berührt. Da musste ich jetzt gerade wieder dran denken, als du das mit der Pflanze siehst. Wir haben einfach so viele Tools, also im Alltag für unser Leben, für unser Wohlbefinden und zur Gesunderhaltung und für spirituelles Wachstum, emotionales Wachstum und alles ist gedacht irgendwie. Genau. Also ich bin auf alle Fälle sehr dankbar über die Öle und auch, dass wir zueinander gefunden haben. Und ich schätze mich ja als wandelndes Lexikon, was diese Öle angeht. Also wenn ich immer irgendeine Frage habe, du bist dann immer sofort, stehst dann immer mit Rat und Tat zur Seite und bist da sehr unterstützend. Da danke ich dir auch. Ja, sehr gerne. Ja, und für die Zuschauer, also ihr könnt gerne kommentieren. Habt ihr selber Erfahrungen mit ätherischen Ölen? Kennt ihr sogar die Öle von Young Living? Was sind eure Erfahrungen? Was haltet ihr davon? Hinterlasst gerne eure Gedanken, Meinungen, Fragen. Und wie gesagt, unter diesem Video findet ihr auch den Link zu Young Living oder schreibt mir einfach, wenn ihr noch ein paar Fragen habt. Okay, das war's von uns. Also wie schon erwähnt, es wird dann so eine Serie folgen. In den nächsten Monaten wird es immer mal ein Video geben, wo wir einfach ein Öl vorstellen. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle, dass ich weiter mit den Videos machen kann. Wieder. Und da wünsche ich allen Zuschauern eine schöne Zeit. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss.